Herzlich willkommen bei Plan C. Ihr seht, ich bin wieder in der Garage, diesmal in der großen Garage, mal nicht im Keller. Ich habe heute so ein bisschen rumgebastelt, kleine Handwerk gebaut. Das nächste Stand-Up-Paddel ist schon da und hier oben ist meins. Und ich will heute einfach mal meine Box nochmal genauer zeigen. Ich hatte erst überlegt, weil ich will morgen mit den Stand-Up-Paddel angeln gehen, da werde ich auf jeden Fall ein Video machen, das morgen auf dem Wasser zu zeigen. Bloß da ist es halt ein bisschen doof auf dem Wasser, weil du kannst mit der Kamera nicht so rum und nicht so hin und nicht so umherlaufen und so. Und deswegen zeige ich es euch jetzt mal in der Garage. Es ist noch nicht hundertprozentig fertig. Ich denke mal, das wird sich mit der Zeit auch immer noch so ein bisschen wandeln, weil irgendwie findet man immer was, was man verbessern kann. Aber so im Groben steht es jetzt erstmal. Ich hoffe, man kann das erkennen. Hier ist also ein Sicherungsding. Das sind zwei Kisten. Einmal unten die, einmal die und der Deckel. Ich fange mal beim Deckel an. Hier oben werde ich mir auf jeden Fall noch eine Maß an. Herr, Ma Wie man? eine Maß. Pff. Hier oben werde ich mir auf jeden Fall noch eine Maßeinheit hinmachen. Faszinierend. Der Deckel hat, ich glaube, 37, und oder so. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen, dass ich das vielleicht noch ein bisschen rausziehe. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es mache. Oder ich lasse es einfach so. Ich habe hier auch noch eine Maß, was zum Messen drinne. Ja, das hier ist zum Füllhaken. Also wenn ich jetzt irgendwas wechsle oder so und ich will es jetzt erstmal nicht in die Kiste packen, sondern will es vielleicht nochmal benutzen, dann kann ich hier den Haken, den Drilling oder sonst was hier reinpappen. Dann geht hier die erste Kiste auf. Hier drin habe ich nochmal dasselbe. Das ist auch dafür. Ich ziehe sie mal ein bisschen nach vorne. Das ist auch nochmal Isomatte. Hier kann ich auch jede Menge Haken reinmachen. Hier ist jetzt erstmal so Kleinkram drin, was ich für morgen brauche. Auf jeden Fall braucht ihr ein Handtuch. Aber was ihr da so alles mitnehmt und was da wichtig ist, da mache ich auf jeden Fall nochmal ein Video drüber. Das ist also die erste Kiste, die ist praktisch für Trinken. Ja, und alles, was man so Kleinkram braucht. Ne? Alles, was jetzt nicht draußen dran ist. Einen kleinen Hut, Mückenzeug und so weiter. Festgemacht wird das Ganze hier hinten mit diesen Gummis, mit Karabinern und einmal hier vorne wird es eingehängt und zwar hier und hier an den Haken. Ja, und hier draußen habe ich eben jede Menge Möglichkeiten, alles Mögliche reinzumachen. Hier meine Zange, die ich nehme. Hier ist nochmal was für die GoPro, was schwimmt. Hier sind nochmal Gummis, da kann ich auch alles Mögliche mit festmachen. Hier ist jetzt zum Beispiel drinnen ganz einfach Sonnencreme. Hier ist für die Angeln. Na? Also ich habe jetzt. Man könnte sicherlich noch mehr dran machen in diesen Röhren, aber ich habe mir gedacht, wenn ich auf jeder Seite so viele habe, dann reiche ich eigentlich dicke mit, weil ich habe höchstens, wenn ich jetzt, weil du sitzt ja die ganze Zeit auf den Stand-Up-Paddel und was hast du da in Benutzung? Also eine Angel und eine vielleicht noch drinnen stecken und dann hier diesen Stab, den ich mir selber gemacht habe für die GoPro, den zeige ich auch gleich nochmal. Ja, und das war's eigentlich schon. Und den Kescher halt, ne? Das war's eigentlich. Und ich will das auch Ding auch nicht zu voll packen, weil wenn du jetzt, ich sitze ja praktisch so jetzt davor, also das ist jetzt so vor mir, und wenn ich jetzt in diese Richtung rausschmeiße und habe ich ständig irgend so einen Wald von Angeln vor mir, ist natürlich auch blöd. Also werde ich wirklich nur das Allernötigste mitnehmen, dass ich, wenn es wirklich mal ganz hart auf hart kommt und ich einen dicken Hecht dran habe, der jetzt irgendwie so nach einer Seite zieht oder so, dass ich hier mit den Ruten nicht in Bedrängnis komme, werde ich immer nur eine aufgebaut haben und meine Reiseroute auf jeden Fall zusammenlassen und die irgendwo festmachen. Und dann höchstens, dass ich höchstens den Kescher wegnehmen muss und diesen Stab wegnehmen muss. Das ist dann alles. Und dann habe ich hier freie Bahn und kann rüberschwenken. Das Ganze muss natürlich irgendwo gesichert werden, ne? Also das sind hier diese ganzen Haken, dass die Angeln hier oben nicht raushüppen können. Hier ist nochmal der Selfie-Stick. Den kann ich auch gleich nochmal zeigen. Der lässt sich natürlich ausziehen. Hier habe ich halt meine kleine Chirurgenzange drinne. Oder wie heißen die Dinger? Hier ist nochmal Licht drin, alles was man so, alles Mögliche, was man eben so braucht. Und dann habe ich hier nochmal, wie gesagt, den ersten Deckel. Hier ist das alles drin. Und dann kann ich den zweiten Deckel aufmachen. Und der steht dann auch. Der hat hier so eine Sicherung drin. Also der kippt jetzt nicht nach hinten über. So, und dann habe ich hier praktisch alles drin, was ich irgendwo brauche. Und das ist immer auch so be beschriftet, sollte eigentlich so beschriftet sein. Die meisten sind es auch, dass ich es alles so lesen kann. Ne? Also hier ist jetzt zum Beispiel, was habe ich hier? Angstdrillinge, Deadbait. Hier habe ich Wurmrig, allgemein Kleinteile. Hier ist die Testbox. Hier sind Wobbler, Barsch, Spinner, große Heads und so weiter. Jigheads, Spinner selbst gebaut, Barsch, Krebs und so weiter. Gummi groß, Vorfächer. Hier habe ich Forelle. Hier ist was zum Scharfen, zum Haken scharf machen. Die Dinger sind richtig gut.
Das ist so Gummi, da ist so Schleifkram drin. Das nehme ich auch immer für die Messer. Das ist so, keine Ahnung, was das für eine Körnung ist. Das ist ganz, ganz, ganz fein. Kann man auch so Dreck von Fliesen und sowas mit wegradieren. Die Dinger sind super, um Haken scharf zu machen. Hier habe ich noch so eine Box mit kleinen Teilen, ne? Was man immer mal so braucht. Kleine Haken, irgendwelche Sachen. Hier sind Shatterbaits drin und so weiter. Ja, hier ist mein Forellenteil, das kennt ihr ja. Hier sind zum Beispiel Haken drin, alles mit Haken. Hier sind meine ganzen Jigköpfe noch drin, die ich gerade selbst gebaut habe, hier mit den Geldstücken. Hier ist nochmal so extra was. Da sind Würmer drin und da sind Krebse drin und so weiter, so Creature Baits, die ich mit diesen Dingern dann auch fische, ne? Also praktisch die Gummis und die Haken zusammen. Ja, und wie ihr seht, hier ist also auch noch ein bisschen Platz drin. Jetzt nicht unbedingt nach oben, aber hier so ein bisschen Kleinkram kriege ich hier ohne Probleme rein. Und das ist jetzt auch wirklich, ja, im Grunde alles, was ich am Angelkram habe. Also eigentlich brauche ich nicht so viel mitnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem See unterwegs bin, brauche ich die Forellenköder nicht. Oder wenn ich vorher weiß, ich will jetzt nur auf Barsch, dann brauche ich die großen Gummis nicht und so weiter. Ich habe hier auch noch zum Beispiel diese allgemeinen oder hier Deadbait und so. Da sind halt hier solche Sachen drin, die muss ich jetzt auch nicht unbedingt immer mitschleppen. Ja. Oder hier die Testbox, das ist zum Beispiel mit allen, mit Sachen, die ich jetzt testen will, laufen die nicht? Wie laufen die? Hier ist zum Beispiel so mit so einem Chatterbait, etwas größerer. Oder was haben wir hier noch? Hier irgendwelche Spinner, die ich mir mal selber gebaut habe. Hier ist alles Mögliche drin. Wo ich gucken muss, die habe ich noch nicht ausprobiert und deswegen nenne ich das Ding Testbox. Ich habe jetzt auch schon wieder einen riesen Kram zusammen, die wird morgen voll, also die werde ich auch viel testen können. Und damit ich immer wieder finde, habe ich halt so eine Box mit Test drin, wo ich sagen kann, da packst du erstmal die ganzen Köder rein, die du dir da selber gebaut hast und dann kannst du direkt gucken, laufen die Dinger oder laufen die nicht, musst du irgendwas verändern, passt das so, wie du dir das gedacht hast. Ja, und das war es eigentlich schon. Ist gar nicht so viel, wie man denken sollte. Unten drunter, also hier, das ist mit einer Hand immer festzumachen, dann ist das fest, dann kann ich auch die ganze Kiste hochheben. Unten drunter ist zur Sicherung nochmal Schaumstoffmatte. Also das ist dieselbe wie die hier oben, ne? So von der Dicke her, dass man da so ein bisschen Luft hat. Ja, und hier kann man halt noch alles Mögliche reinstecken. Hier wird mit Sicherheit noch ein Messer reinkommen, das habe ich jetzt noch da drinnen. So, jetzt kommen wir zu dem Selfie-Stick, den wollte ich euch ja nochmal zeigen. Das ist also eine ganz alte, eine alte Angel einfach. Ja, zwischen 2,50 und 3 Metern sein. Hier habe ich aufgeschraubt, das kann man aufschrauben. Bis hierhin ist richtig aufgefüllt mit Isomatte, also richtig auftreibend. Hier ist nochmal Isomatte drum gewickelt und der Korkgriff, also das Ding kann ich auch so ins Wasser schmeißen, das schwimmt. Hier kommt die GoPro dran mit einem Schnellwechselsystem. Und was man damit für Bilder machen kann, das zeige ich euch jetzt mal kurz. So, ich habe hier ein Schnellwechselsystem an der Kamera. Die lässt sich ausfahren. Dann kann man den Selfie-Stick hier hinten anmachen und dann so schöne Bilder von oben machen. Schöne Rundreisen. Und das kommt natürlich auf dem Kajak richtig gut, weil ich den Selfie-Stick natürlich auch jetzt so festmachen kann und kann mich dann praktisch aus dieser Perspektive filmen. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Von der Sache her eigentlich finde ich das ganz gut. Danach kann ich mir natürlich wieder zusammenschieben. Hoppala. Und habe ihn dann wieder klein. Dann kann ich die Kamera nehmen. Das hat ein Schnellwechselsystem. Und habe sie in der Hand. Und kann sie wieder an meinen Stick machen oder wo immer ich auch hin haben will. Ich habe ja hier noch so ein Teil zum Beispiel. Da ist ja auch das Schnellwechselsystem dran. Da kann ich es hier dran machen. Also wenn ich jetzt Unterwasseraufnahmen machen will und ich Angst habe, dass ich die Kamera verliere, das Ding schwimmt. Oder ich kann sie mir einfach hier hinstellen. Geht auch. Und kann halt rummachen, wie ich will. Auf den Tisch dürfte eigentlich auch nichts passieren. Tja. Kurz gezeigt, ich laber schon wieder viel zu viel. Morgen geht's ans Wasser. Das Teil werdet ihr also jetzt öfters mal im Wasser sehen und in Action. Ja, und ihr wisst ja, normalerweise beim Angelvideo labere ich eigentlich so gut wie gar nicht. Aber das musste ich jetzt natürlich auch wieder erklären. Und was soll man noch sagen? Petri Hai.